Hallo, mein Name ist Primo Cirincione und ich bin von Beruf Religionslehrer. Rally ist cool. Ich unterrichte hier in Basel und an verschiedenen anderen Stationen. Und es ist für mich eine grosse Leidenschaft, zu sehen, wie junge Menschen im Religionsunterricht sich entwickeln. Dort geht es mir eigentlich hauptsächlich darum, dass ihre Spiritualität Kinder einen Zugang können finden, es können entdecken und sich in dieser Ebene können entwickeln. Dazu hilft mir ein Konzept, das ich in der Ausbildung gelernt habe, das ganz einfach ist und doch ganzheitlich, das heisst Kopf, Herz, Hand. Kopf fürs Bild vom Lernen, vom Verstand. Das Herz als ein Bild für die Emotionen und die Hand als ein Bild fürs Praktische. Kommen wir doch zum ersten Punkt, zum Kopf. Der Kopf ist das Zentrum vom Lernen. Die Schülerinnen und Schüler lernen im Religionsunterricht etwas für ihr Leben. Sie lernen primär, wer ist eigentlich der Schöpfer vom Leben, Gott selber. Und in einem zweiten Teil lernen sie, wie man miteinander, mit Gott und mit den anderen Menschen zusammen leben kann. Die biblischen Geschichten helfen uns dabei, diese Sachen zu erkennen und zu lernen. Sie zeigen uns auf, wer Gott ist. Aber sie zeigen uns auch, wie das Zusammenleben soll funktionieren zwischen den Menschen. Aber auch ein dritter und wichtiger Punkt ist, dass sie uns hilft, respektvoll mit Andersgläubigen zu lernen, zu leben. Ich versuche das mit den Schülerinnen und Schülern, die biblischen Geschichten so spannend wie möglich darzustellen, indem ich Bücher vorlese, aber auch moderne Filme zeigen von diesen biblischen Geschichten. Bei den Kleinen versuche ich es mit Handpuppen oder ganz einfach mit einer PowerPoint-Präsentation. Der zweite Punkt ist das Herz. Herz als ein Zentrum der Emotionen und der Gefühle. Die Emotionen und Gefühle dürfen im Religionsunterricht überhaupt nicht fehlen. Gerade in einem Schulumfeld, wo die Schülerinnen und Schüler stark im Kopfbereich gefördert werden und unter Notendruck stehen, braucht es einen Raum für ihre Gefühle. Einen Platz, wo sie dort ihre Gefühle können auch ausleben können. Es gibt einen berühmten Spruch, der heisst: Hab Acht auf dein Herz, auf deine Gefühle, denn aus diesem kommt das Leben. Es ist einerseits meine Aufgabe als Pädagoge, zu sehen, welcher Schüler oder Schülerin gerade mit emotionalen, schwierigen Gefühlen umgeht und sie anzusprechen in einem ganz persönlichen Gespräch. Aber andererseits ist es meine Aufgabe im Unterricht, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Gefühle auszuleben. Ihre Wut oder ihre Angst, ihre Ärger oder ihre Freude. Dabei ist der Religionsunterricht ein idealer Ort, um das auszuleben, dass der Schüler so sein kann, wie er ist. Dazu tun wir gemeinsam Lieder nicht nur singen, sondern auch tanzen. Wir tun auch Wettspiele machen, dass der Wettkampfgeist auch gefördert wird. Oder ich erzähle Ihnen ganz persönlich über meine Geschichte mit Gott. Der dritte Punkt ist das Zentrum der Praxis. Religionsunterricht soll nicht nur ein Ort sein vom Input, sondern auch vom Output. Spiritualität beschäftigt sich nicht nur vom Inneren vom Mensch, sondern auch ums Äußere, ums Praktische, um den Ausfluss im Umfeld. Es sollen nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen.
Es heißt in einem Spruch, Handeln und Wandeln entdeckt das Kleinkind die Welt. Die Schülerinnen und Schüler sollen erlernen, in ganz praktischen Taten das umzusetzen. Vom Kopf ins Herz bis zu den Händen. Ganz praktisch hilft das, das Gelernte zu verarbeiten und zu festlegen und neue Energie schenken für neue Herausforderungen. Dazu tun wir mit den Schülerinnen und Schülern ganz verschiedene praktische Übungen machen, indem wir verschiedene Gebetsformen tätigen oder Respekt und Vergebung ganz praktisch praktizieren oder nächste Liebe, indem wir Lebensmittel sammeln in der Ramadanzeit für benachteiligte Menschen oder ganz einfach Geld sammeln für das UNICEF-Kinderwerk. Vor langer, langer Zeit haben sich zwei Religionslehrer auf der Strasse getroffen. Sie haben austauscht, sie haben ihre Erfahrungen, ihre Theologie miteinander besprochen. Und auf einmal hat der eine Religionslehrer dem anderen gesagt, du, was denkst du? Was ist eigentlich das Zentrale, das Wichtigste in der Religion? Um was geht es eigentlich in der Spiritualität? Der andere Religionslehrer hat ihn angeschaut und hat gesagt, weisst, das Zentrale an der Spiritualität, das Wichtigste in der Religion ist es, ein Kopf-Herz-Hand-Konzept zu haben in der Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu sich selber. Ich zeige meine Liebe zu Gott, zu meinem Nächsten und zu mir selber, wenn ich meinen Kopf brauche, indem ich mir Gedanken mache, indem ich mir Überlegungen mache und kritische Anmerkungen mache, indem ich studiere und forsche und Neues erlerne oder Neues entwickle. Das nennt man Theologie. Aber es muss nicht nur Theologie sein, es kann auch wissenschaftlich sein. So drückt sich eigentlich die Liebe aus, indem wir unseren Kopf brauchen und so gleichzeitig Gott ehren. Ich zeige meine Liebe zu Gott, zu meinem Nächsten und zu mir selber, wenn ich mein Herz brauche. Indem ich meine Gefühle wahrnehme und sie in einem gesunden Mass auslebe. Indem ich die Gefühle auch von meinem Gegenüber wahrnehme, empathisch bin und ihnen hilfe, positiv eine Auswirkung zu haben, positiv zu steuern, indem ich sie motiviere, wenn Unmotivation da ist. So drücke ich meine Liebe aus, indem ich mein Herz brauche und gleichzeitig Gott ehre. Ich zeige meine Liebe zu Gott, zu meinem Nächsten und zu mir selber, wenn ich meine Hände ganz praktisch brauche, indem ich anderen diene, Diakonie, oder indem ich ganz praktisch helfe in der nächsten Liebe, oder indem ich andere unterstütze. So drücke ich meine Liebe aus, indem ich meine Hände brauche und gleichzeitig Gott ehre. Also, wenn ich meinen Kopf, mein Herz und meine Hände brauche, ist das nichts anderes als ein Liebesausdruck zu Gott, zu meinem Nächsten und zu mir selbst. Mein Name ist Primo Cirincione und Rally ist cool.